Anstatt dass wir nun für die Ausgaben erneut all diese Formatierungen von Hand vornehmen, kopieren wir einfach diesen Bereich der Einnahmen nach unten. Das kannst du mit Befehl C, Befehl V machen. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn du die Alt-Taste gedrückt hältst, so verwandelt sich dieses Händchensymbol, wenn du dich dem Rand dieses ausgewählten Bereichs näherst, in ein Händchen mit einem Plus. Und jetzt kann ich es bequem nach unten ziehen und ich habe eine exakte Kopie darunter. Das wird nun noch ausgetauscht und dieses Ausgabentotal, das muss ich noch etwas nach unten ziehen. Diese Posten werden nun geändert und das wird alles gelöscht, wenn ich die Zeilen überfahre und die Löschtaste drücke, so werden nicht die Zeilen, sondern nur die Inhalte gelöscht. Allenfalls musst du dieses Einnahmentotal noch etwas verschieben. Bei mir hat es jetzt genau gestimmt und ich habe ganz bewusst für den Moment diese Summen noch weggelassen. Ich bin etwas zu faul, um die nochmals alle manuell einzugeben. Ich kopiere hier einfach dieses Feld von oben mit der vorhin gezeigten Methode. Das Feld auswählen, die Alt-Taste gedrückt halten und jetzt mit dem Handsymbol nach unten ziehen. Und es wird mir die Formel nach unten kopiert. Aber wie du siehst, werden mir die entsprechend verwendeten Zellen in der Funktionsleiste automatisch angepasst. Um gleich das darunterliegende Feld auch noch zu kopieren, wähle ich jetzt diesen Anfassungspunkt in der Ecke und ziehe nach unten und das ist der Befehl nach unten füllen. So kann ich automatisch eine Formel noch weiterverwenden, gleich im darunterliegenden Feld. Auch hier wieder mit der gedrückten Alt-Taste ziehe ich diese beiden ausgewählten Felder nach unten und auch hier werden mir die Summen entsprechend angepasst. Und als letztes nochmals, ich ziehe wiederum dieses Feld nach unten und jetzt habe ich noch das letzte ausgerechnete Produkt. Nehmen wir an, du möchtest hier nun noch einen Posten dazwischen schreiben, dann kannst du hier diese Zeile auswählen und über den Befehl einfügen, Zellen oder Blattzeile einfügen, eine zusätzliche Zelle einfügen. Eine andere Möglichkeit wäre einfügen Zeilen und schon habe ich hier eine neue Zeile. Auch hier wieder könnte ich diese obige Zeile mit der gedrückten Alt-Taste nach unten kopieren und jetzt habe ich eine exakte Kopie, genau mit diesen Formatierungen, die ich allenfalls noch anpassen könnte. Wenn ich nur die Löschtaste betätige, werden die Inhalte gelöscht oder eben mit diesem Befehl Löschen, Blattzeilen löschen, werde ich sie wieder los. Eine weitere Möglichkeit, Rechtsklick, Zellen löschen und jetzt werde ich gefragt, wie ich diese Zellen loswerden möchte. Ich möchte, dass sie nach oben verschoben werden, dass also diese mietwahllos wieder eine Zeile nach oben gerückt werden. Zu guter Letzt habe ich gemerkt, dass hier noch immer noch Einnahmen steht. Das sollte natürlich Ausgaben heißen. Und wenn du dir diese Zahl ein bisschen genauer anschaust, so merkst du, das kann hinten und vorne nicht stimmen. Das müsste eine viel größere Summe sein. Wenn wir in diese Formel hinein tippen und diesen Bereich mal auswählen, so wird er farbig markiert und du siehst, es sind nur die obersten beiden Posten markiert. Ja, wir haben die Formel ja von oben nach unten kopiert und da hat es auch tatsächlich nur zwei Posten. Kein Problem, indem wir an diesem Anfasser unten rechts nach unten ziehen, wird dieser Bereich für die Summe noch erweitert. Wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, so stimmt dieses Ausgabentotal.